Herzlich willkommen zum allerersten VetMed Talk der neuen Veranstaltungsreihe der Universität für Veterinärmedizin Wien unter dem Motto Heute verstehen, morgen verändern. Das Thema dieser heutigen Auftaktveranstaltung ist die afrikanische Schweinepest. Mein Name ist Bernhard Weingartner. Ich freue mich, Sie heute hier als Moderator durch die nächste knappe Stunde zu führen. Als theoretischer Physiker habe ich natürlich keinerlei fachliche Berührung mit der afrikanischen Schweinepest. Das heißt, ich bin heute der interessierte, der sehr interessierte Laie, der so lange jeweils nachfragen wird, bis ich es wirklich verstanden habe. Weil wenn ich es verstanden habe, dann haben Sie es sicherlich verstanden. Begegnet ist mir das Thema natürlich schon, vielleicht Ihnen auch schon, und zwar vor allem auf Autobahnraststätten. Sie haben es vorher im Startbild schon gesehen, auf Autobahnraststätten sind seit einiger Zeit Warnschilder aufgestellt, Hinweisschilder in erstaunlich vielen Sprachen formuliert. Und da wird man darauf hingewiesen, dass man Essensreste keinesfalls irgendwo in der Natur entsorgen sollte, sondern unbedingt nur in verschließbaren Behältern. Was es damit auf sich hat und wie gefährlich diese afrikanische Schweinepest ist, ob sie wirklich schon vor der Tür steht, all das wollen wir heute hier klären. Meine fünf Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sind im Gegensatz zu mir voll im Thema drin, sind absolute Expertinnen und Experten und können, das finde ich so spannend, das Thema aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Da freue ich mich sehr drauf. Bevor ich die fünf vorstelle, kommt aber die offizielle Begrüßung, offizielle Eröffnung durch Rektorin Petra Winter in einem kurzen Video. Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, geschätzte Expertinnen und Experten am Podium. Ich freue mich, Sie zum Auftakt unseres neuen Formats VetMed Talk, heute verstehen, morgen verändern, willkommen zu heißen. Wir wollen mit diesem neuen Format unsere Expertise im Zusammenhang mit den Nachhaltigkeitszielen, den sogenannten Sustainable Development Goals, bringen und mit der Öffentlichkeit teilen. One Health ist an der VetMed-Uni gelebte Praxis. Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt sind eng miteinander verbunden und voneinander abhängig. Heute haben wir für Sie im Rahmen unseres SDG-Schwerpunkts Keiner Hunger das Thema afrikanische Schweinepest gewählt. Wie wir alle wissen, steht diese Krankheit schon längere Zeit vor den Toren Österreichs. Viele sind ja bereits schon lange in diverse Vorbereitungen involviert. Ich freue mich auf eine spannende und informative Stunde Wissenstransfer durch unsere Expertinnen und hochkarätigen Gäste und bedanke mich schon im Voraus für die Bereitschaft, aktiv an unserem VetMed Talk teilzunehmen. Ich darf Ihnen allen einen interessanten Austausch wünschen, um unserem Ziel, VetMed Talk, heute verstehen, morgen verändern, näher zu kommen. Und dieses hochkarätige Panel möchte ich jetzt in alphabetischer Reihenfolge vorstellen. Professor Walter Arnold leitet an der VetMed Uni Wien das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie. Professorin Andrea Ladinik ist die Leiterin der Universitätsklinik für Schweine. Leopold Obermeier ist ausgebildeter Wildtierökologe und Berufsjäger und ist Geschäftsführer, Stellvertreter des Niederösterreichischen Jagdverbands. Doktorin Christina Riedl ist Amtstierärztin und leitet die Abteilung für Veterinärangelegenheiten und Lebensmittelkontrolle im Land Niederösterreich. Und Professor Till Rümenapf ist der oberste Virologe am Haus. Er leitet das Institut für Virologie an der VetMed-Uni Vienna. Herzlichen Dank Ihnen allen, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Wir wollen klären, was ist die afrikanische Schweinepest? Daher natürlich sofort erste Frage an den Virologen. An dieser Stelle übrigens, Herr Rümenapf, Riesenkompliment für Ihren Hintergrund. Das ist wirklich, das ist ja geradezu eine künstlerische Installation, unglaublich passend für das heutige Thema. Herr Rümenapf, was ist die afrikanische Schweinepest und wie unterscheidet sie sich von der normalen Schweinepest? Naja, der Name sagt es ja, das ist eine Herkunftsbezeichnung. Wir hatten in Österreich oder in Mitteleuropa über viele Jahrzehnte die klassische oder europäische Schweinepest, die tatsächlich eigentlich aus den USA kam, die aber Mitte der 90er Jahre durch Kontrollmaßnahmen ausgelöscht werden konnte. Die afrikanische Schweinepest, das ist eine Virusseuche, sonst wäre ich ja nicht hier, die ihren Ursprung in Afrika hat. Dort also schon seit
langer Zeit bekannt ist und sporadisch es geschafft hatte, zum Beispiel ins Mittelmeergebiet einzuwandern, sich aber nie so richtig etablieren konnte. Die Situation, die wir jetzt haben, ist ja dem geschuldet, dass es das Virus geschafft hat, aus Südostafrika über Georgien nach Russland zu gelangen und von Russland aus sich sowohl nach Westen als auch nach Osten ausgebreitet hat und das immer noch tut. Ganz kurz zum Virus. Das ist ein außerordentlich komplexes Virus, extrem kompliziert aus Virologensicht, es gibt nichts Vergleichbares bei Wirbeltieren. Der nächste Verwandte ist bei Amöben. Und eine weitere Eigenschaft ist, es ist außerordentlich hartnäckig und schwer zu inaktivieren oder zu desinfizieren. Aber ein ganz wesentlicher Punkt, das Virus ist für Schweine sehr gefährlich, für den Menschen aber absolut nicht gefährlich. Also ein Mensch kann sich nicht damit infizieren. Ist das korrekt? Solange der Mensch kein Schwein ist, kann er sich nicht infizieren. Wunderbare Formulierung. Wir werden uns bemühen. Ganz kurze Nachfrage noch. Warum eigentlich Pest? Warum verwendet man für diese Tierkrankheiten die Bezeichnung Pest? Das hat aber überhaupt nichts mit der menschlichen Pest damals im Mittelalter zu tun. Nein, das ist umgangssprachlich. Pest bedeutet eigentlich immer eine besonders schwerwiegende, tödliche, bedrohliche Krankheit. Also die Pest, die wir heute als Bakterienkrankheit, als den schwarzen Tod festmachen, das ist eigentlich noch keine so junge, also keine so alte Bezeichnung. Pest ist alles, was umbringt, gewissermaßen. Bedrohliche Krankheit. Frau Ladinik, jetzt aus der Perspektive der klinischen Praxis. Wie diagnostizieren Sie bei einem Schwein diese afrikanische Schweinepest und gibt es irgendeine Möglichkeit der Therapie? Wie diagnostizieren ist schwierig. Es ist in der Regel eine tödlich verlaufende Erkrankung. Das heißt, wenn die Tiere Symptome entwickeln, bleibt eigentlich nicht mehr viel Zeit am lebenden Tier, das tatsächlich zu diagnostizieren. Und in der Regel passiert die Diagnostik auch eben am toten Tier, am verendeten Tier. Da ist ja die Wahrscheinlichkeit am größten, dass man tatsächlich das Virus dann auch findet in solchen Tieren. Ja. Und der Verlauf der Erkrankung ist wirklich schwer. Das heißt, die Tiere erkranken dann klinisch massiv mit hohem Fieber, haben dann Blutungsneigung. Das ist ja das, was die klassische Schweinepest und die afrikanische Schweinepest eigentlich voneinander nicht unterscheidbar macht im klinischen Verlauf. Und zur Therapie, die gibt es nicht. Ja, also wie bei den meisten viralen Erkrankungen gibt es keine spezifische Therapie für die Tiere. Und im Fall der afrikanischen Schweinepest ist es so, dass wir leider auch keine Prophylaxemaßnahmen haben, also keine Impfungen. Da werden wir im Detail noch drüber sprechen. Also eine für Schweine definitiv tödliche Krankheit. Jetzt um noch diesen Überblick zu vervollständigen, Herr Arnold, was sind denn die möglichen Übertragungswege dieser Schweinepest und welche Rolle spielen einerseits die Wildtiere und welche Rolle spielt aber auch der Mensch als Übertragungshelfer, wenn man so will? Die Übertragungswege sind drei verschiedene eigentlich. Der klassische, der vor allem in Afrika eine Rolle spielt, ist der die Übertragung über Ektoparasiten, konkret über Lederzecken. Das spielt in Europa eigentlich kaum eine Rolle, so wie gar keine, denn diese Tiere gibt es hier nicht. In Europa ist der Hauptübertragungsweg der Kontakt zwischen Schweinen, also eine Übertragung, wie wir das jetzt auch in der Pandemie zwischen Menschen kennengelernt haben, über Tröpfcheninfektionen zum Beispiel. Oder eben auch eine Übertragung durch die Aufnahme von infiziertem Material bei Schweinen, also wenn sie zum Beispiel Aas fressen oder wenn sie Lebensmittelprodukte finden, die der Mensch achtlos weggeworfen hat und die eben mit dem Virus kontaminiert sind. Also da kommen dann auch diese Warnschilder auf den Autobahnraststätten ins Spiel. Das heißt, es geht hier um Schweinefleischprodukte von infizierten Schweinen, die dann von Wildschweinen gefressen werden, oder ist das jetzt eine naive Sicht? Also wo spielen da die menschlichen, also die Essensabfälle, welche Rolle spielen die da im Detail? Das ist genau der Weg. Das ist eben die Wurst, die irgendwo nicht unter wirklich hygienischen Bedingungen produziert wurde, wo eben ein infiziertes Tier geschlachtet wurde und dann verarbeitet wurde. Und wenn diese Produkte irgendwo,
achtlos in den Wald geworfen werden und ein Wildschwein findet das und frisst es, dann infiziert es sich. Das ist natürlich nachvollziehbar. Frau Riedl, wir werden natürlich die verschiedenen Szenarien eines, noch ist die Seuche in Österreich nicht ausgebrochen, wir werden das im Detail noch durchbesprechen, aber nur mal als allerersten Überblick, welche Auswirkungen hätte jetzt aus Sicht der Amtstierärztin, welche Auswirkungen hätte ein Ausbruch in Österreich, ein großflächiger Ausbruch in Österreich auf die Landwirtschaft, aber natürlich auch auf uns als Konsumenten, Konsumentinnen? Also die Sicht von der Behörde kann ich nur sagen, dramatische Auswirkungen. Das muss man einfach sagen. Sie müssen sich vorstellen, ein Schweinehalter, auch wenn die Seuche nur bei einem Wildtier aufgetreten ist, beim Wildschwein, der Schweinehalter muss jede Verbringung eines Schweines amtlich, behördlich genehmigen lassen. Man muss sich einmal vorstellen, was das auch für ein wahnsinniger behördlicher Aufwand ist für die Tierärzteschaft, für die Behörde, aber auch für den Schweinehalter. Große Auswirkungen natürlich auch auf die Lebensmittelindustrie, denn wir haben das jetzt in den Nachbarländern gesehen. Wenn ein Fall der Schweinepest auftritt, dann sind die Exportmöglichkeiten praktisch null. Täglich stoppt ein Drittland den Export bzw. den Import dann aus Österreich. Und allein das sind natürlich große wirtschaftliche Auswirkungen, ganz klar. Wenn ein Schweinehalter ein krankes Tier in seinem Betrieb selber hat, dann ist es natürlich überhaupt für den sehr schlimm, denn dann kann man nur alle Tiere keulen. Und das ist natürlich auch psychisch eine enorme Belastung für die Schweinehalter. Das heißt, massive, nicht nur wirtschaftliche, sondern wirklich auch, wenn man so will, psychische Auswirkungen für Schweinehalter, weil sobald ein Fall im Betrieb auftritt, es gibt keine andere Alternative, es muss alles gekeult werden, es muss vernichtet werden, werden wir uns auch noch im Detail darüber unterhalten. Um diese erste Überblicksrunde abzuschließen, also ich wollte natürlich einmal wissen, in welcher Größenordnung spielt sich Schweinehaltung in Österreich überhaupt ab? Hab natürlich bei der Statistik Austria nachgesehen, um einmal eine Idee zu bekommen, wie viele Schweine leben in Österreich. Ich hätte mich total verschätzt. Es sind nämlich, weil man sieht ja jetzt, wenn man so durch die Landschaft fährt, so viele Schweinebetriebe sieht man nicht, aber es sind ganz schön viele Individuen. 2,8 Millionen Schweine leben, also Hausschweine leben in Betrieben, in Ferkelaufzuchtbetrieben, in Zuchtbetrieben, in Mastbetrieben. Das heißt, es ist einfach auch wirtschaftlich doch ein richtig großer Brocken, um den es da geht, wenn plötzlich kein Export mehr möglich sein sollte. Ich wollte natürlich auch googeln, wie viele Wildschweine gibt es in Österreich. Es sind höchstwahrscheinlich weniger. Ich habe kein Ergebnis gefunden. Ich weiß gar nicht, ob es das Ergebnis überhaupt gibt. Was ich gefunden habe, ist wieder Statistik Austria, dass die Anzahl der Abschüsse von Schwarzwild, und das sind ja Wildschweine, in der letzten Jagdsaison massiv gestiegen ist, also mehr als die Hälfte gestiegen. Wir haben inzwischen fast 50.000 Abschüsse im Bereich Schwarzwild. Herr Obermeier, aus Jagdpraxisperspektive, haben Sie überhaupt, also kann man aus dieser Anzahl der Abschüsse irgendwie rückschließen auf die Anzahl der Wildschweine in Österreich? Oder wie macht man das in der Jagdpraxis? Wie schätzt man die Anzahl der Wildschweine im eigenen Jagdrevier? Ja, also im Jagdrevier geht es vielleicht noch anhand von Wildkameras bzw. Erfahrungswerten, aber grundsätzlich muss man sagen, dass die Bestimmung der Bestandesgrößen und Populationsgrößen sehr, sehr schwierig ist beim Wildschwein. Das ginge nur mit extrem teuren Methoden, genetische Methoden etc. und die kann man nicht flächig umsetzen. Daher bedient man sich einer Krücke sozusagen und nutzt die Abschusszahlen, um auf den Bestand, den es braucht, um diese Tiere zu produzieren, unter Anführungszeichen rückzurechnen. Das kann man machen, dann hat man eine ungefähre Vorstellung, wie viele Tiere das sein könnten. Allerdings sind das sehr grobe Schätzungen, würde ich sagen. Also bei 50.000 Abschüssen geht man davon aus, dass es irgendwie eine sechsstellige Anzahl von Wildschweinen ist. Jetzt mal ganz grob geschätzt. Wäre das eine realistische Einschätzung? Ja, würde in etwa hinkommen. Man muss aber bedenken, dass Wildschweine sehr hohe Zuwachsraten haben. Das heißt, wenn ich jetzt 50.000 Tiere erlege, dann braucht es gar nicht mal so viele, um 50.000 Stück Nachwuchs pro Jahr zu produzieren. Weil beim Wildschwein kann man von 200, 300, 400% Zuwachs bezogen auf den Frühjahrsbestand errechnen.
Und insofern habe ich dann eine relativ geringe Anzahl an Ausgangsbestand, die mir sehr viel Zuwachs produzieren. Und dieser Zuwachs, der ist dann eben auch jährlich abzuschöpfen, damit die Wildschweinpopulation nicht stärker explodiert, als sie das vielleicht dort und da eh schon macht. Das heißt also, dieser Zuwachs an Abschüssen ist eigentlich geschuldet dem Zuwachs an Population, hat jetzt noch überhaupt nichts mit der afrikanischen Schweinepest zu tun? Naja, ich würde schon sagen beides, weil doch über mittlerweile Jahre schon darauf gedrängt wurde, die Abschusszahlen zu erhöhen, eben als Vorbereitung auf die afrikanische Schweinepest. Es ist ja momentan noch die Empfehlung von Seiten der EU, von Seiten der Wissenschaftler, von Seiten des Ministeriums, bevor die Schweinepest zu uns kommt, schon zu schauen, die Bestände möglichst abzusenken, damit wir dann diese Seuche auch möglichst schnell wieder loswerden. Und ich glaube, das ist in den letzten Jahren schon versucht worden zu erreichen, deswegen auch die steigenden Abschusszahlen. Wiewohl natürlich beim Schwarzwild man schon merkt, wenn jetzt zum Beispiel Mastjahre sind bei Buche und Eiche, die Populationen stärker steigen und auch deswegen dann die Abschusszahlen zunehmen. Also es hängt auch immer von den Umwelteinflüssen, was Nahrung etc. anbelangt. Ich muss jetzt da ein bisschen Wasser in den Wein gießen vielleicht, denn ich sehe die Situation schon ein bisschen kritischer. Es ist richtig, das Wildschwein hat eine außergewöhnlich hohe Fortpflanzungspotenzial und Vermehrungspotenzial. Nur gelingt es dieser Tierart auch in jüngerer Zeit viel, viel besser, das auch voll auszuschöpfen. Warum? Nun, die Ursache ist die Klimaerwärmung. Wenn wir uns mal die Abschusszahlen in einem langjährigen historischen Vergleich auf vergleichbarer Fläche anschauen, nehmen wir einmal Niederösterreich, so sehen wir, dass wir ganz gute, verlässliche Jagdstatistiken bis zurück in die Mitte des letzten Jahrhunderts haben. Des vorletzten Jahrhunderts, Entschuldigung, des 19. Jahrhunderts. Und wir sehen in der Zeit von 1850 bis etwa 1950 eine jährliche Strecke in Niederösterreich praktisch konstant irgendwo zwischen 100 und 200 Wildschweinen. Also so gut wie nichts. Und um 1950 beginnt dann ein exponentieller Zuwachs. Wir wissen alle heute, was das bedeutet. Und wir sind derzeit in Niederösterreich irgendwo in einer Größenordnung von 35.000 Stück pro Jahr. Also aus diesen 100 sind innerhalb der letzten 70 Jahre also so viele geworden. Ob wir da schon ausreichend abschöpfen, wage ich zu bezweifeln, denn die Ursache für diese Bevölkerungsexplosion ist ein immer weniger regulierender Winter. Schweine sind sehr wärmeliebende oder kälteempfindliche Tiere. Wenn der Winter nicht mehr hart ist, überleben die Jungtiere so gut wie alle und können schon sogar im Jahr ihrer Geburt geschlechtsreif werden. Also da ist ein unglaubliches Potenzial drinnen. Und der regulierende Winter mit Minustemperaturen, den gibt es halt so gut wie gar nicht mehr. Und als zweiter Faktor kommt der schon angesprochene Nahrungssituation mit in Betracht. Schweine reagieren mit unglaublicher Fortpflanzung auf die sogenannten Baummastjahre. Das sind Jahre, in denen die Bucheckern und Eicheln unglaublich viele Früchte tragen. Das wechselt mit Jahren, wo das eigentlich wieder ausbleibt. Und auch diese Baummastjahre sind als Folge der Klimaerwärmung in den letzten Jahren immer häufiger geworden. Also die Wildschweine haben sozusagen einen doppelten Booster erlebt. Und es ist für die Jägerschaft wirklich extrem schwer, hier dagegen zu halten. Das ist ein riesengroßer Aufwand und man muss das mal anerkennend sagen, eine großartige Leistung, die von der Jägerschaft hier für die Gesellschaft erbracht wird. Denn hätten wir diese großen Abschusszahlen nicht, wäre die Situation noch viel dramatischer. Exponentielles Wachstum, wie Sie sagen, kennen wir inzwischen alle. Wir können in etwa sogar erfühlen, was das bedeuten würde, wenn es da kein Korrektiv gäbe. Deswegen an dieser Stelle Dank an die Jägerschaft für diesen, wie Sie sagen, Dienst an der Gesellschaft. Jetzt haben wir sozusagen den ersten Überblick, worum es geht bei der afrikanischen Schweinepest. Wie gesagt, für uns Menschen direkt nicht gefährlich, aber für
die Schweine und auch für das Ökosystem durchaus tödlich bis sehr gefährlich. Jetzt ist natürlich, wir erleben gerade eine Pandemie und haben erlebt, dass ein Virus, gegen das es zunächst keine Impfung gibt, wenn man einen globalen wissenschaftlichen Kraftakt vollbringt, dann schafft man es doch, bei Covid-19 einen Impfstoff zu entwickeln, zu produzieren, auch wenn jetzt die Logistik durchaus noch ausbaubar wäre. Aber zumindest der Impfstoff ist dann doch erstaunlich schnell entwickelt worden. Herr Rümenapf, wie ist das jetzt beim afrikanischen Schweinepestvirus? Wäre da durch so einen ähnlichen Kraftakt, wäre es theoretisch möglich, einen Impfstoff zu entwickeln, oder geht es ganz grundsätzlich nicht? Naja, grundsätzlich nicht, gibt es natürlich eigentlich gar nicht. Es wird seit bestimmt 30 Jahren versucht, einen Impfstoff gegen die afrikanische Schweinepest zu entwickeln. Da waren die Pioniere, waren in Spanien zum Beispiel, die eben selber eine Epidemie hatten oder eine Endemie, also dass sich das Virus festgesetzt hat. Die gegenwärtigen, ich habe mich natürlich jetzt nochmal schlau gemacht, aber das, was momentan berichtet wird, es gibt unzählige Ansätze, solche Impfstoffe zu entwickeln. Aber es gibt jetzt einerseits das Problem grundsätzlich, also dass ein Impfstoff grundsätzlich einen Schutz verleiht. Ich denke, soweit könnte man schon sein. Man ist noch nicht so richtig sicher, ob dieser Impfstoff auch biologisch sicher ist, ob er nicht den Teufel mit dem Belzebub austreibt. Und ein riesiges Problem ist natürlich, wie bekomme ich einen Impfstoff ins Wildschwein? Also ein Impfzentrum wie im Austria-Zentrum, das ist nicht realistisch, weil die Schweine werden sich nicht anstellen. Das heißt, um den Impfstoff dann wirklich in die Zielgruppe hineinzubringen, nämlich die Wildschweine, ich denke, das ist momentan das Hauptproblem, da bräuchte man sozusagen essbare Köder, so wie das bei der Tollwutimpfung ja erfolgreich funktioniert hat und auch bei der europäischen Schweinepest oder klassischen Schweinepest haben alle Kontrollmaßnahmen, also Abschuss, eigentlich nichts bewirkt. Man hat die klassische Schweinepest im Wildschwein erst kontrollieren können durch den Einsatz von Impfködern. Aber davon sind wir momentan leider noch ziemlich weit entfernt. Ich möchte noch einen kurzen Fakt anhängen, weil wir sprechen von tödlicher Krankheit bei der afrikanischen Schweinepest. Das sprechen wir auch bei Covid von tödlicher Krankheit. Wir müssen uns nur vorstellen, die Sterblichkeit bei afrikanischer Schweinepest ist 100%. Also jedes infizierte Tier stirbt. Es gibt ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen. Stellen Sie sich vor, sowas gäbe es bei Menschen. Das ist überhaupt nicht vorstellbar, weil selbst die Pest oder die Pocken oder was wirklich gefährlich war, eine so hohe Sterblichkeit kennen wir ansonsten eigentlich nicht. Also das ist was, also das ist ein echter Killer, dieses Virus. Darf ich vielleicht unmittelbar dazu noch eine Information geben? Es gibt eine rezente Studie aus Polen, wo man im polnischen Nationalpark Białowieża, der ist an der Grenze zu Weißrussland, ein riesengroßes Naturschutzgebiet, untersucht hat, wie die Schweinepest, die afrikanische Schweinepest, sich dort auf die Wildschweine auswirkt. Man hat dort über lange Jahre sehr intensiv Wildschweinbestände gezählt, also wirklich versucht, ganz gut quantifiziert und erhoben. Und als die Schweinepest dort erstmals auftauchte, das war im Jahr 2019, hat sich der Wildschweinbestand in Białowieża innerhalb eines Jahres um 90% reduziert. Vielleicht noch, noch eine Anmerkung zur Impfung. Ich denke, man muss da schon die zwei Viren, wenn man jetzt Covid vergleicht, und die afrikanische Schweinepest als Virus, dann ist, glaube ich, schon alleine die Tatsache, wie leicht man einen Impfstoff herstellen kann. Ich meine, da kann der Professor Rümenapf als Virologe sicher noch was dazu sagen, aber wir haben ja eigentlich mit Covid ein Glück, dass es am Ende des Tages ausreicht, ein einziges immunogenes Protein zu verabreichen und damit dann einen Schutz im Menschen jetzt aufzubauen. So einfach wird es bei der afrikanischen Schweinepest sicher nicht funktionieren, weil das Virus einfach viel komplizierter, viel größer ist, wir noch gar nicht genau die Immunantwort verstehen und dementsprechend die Entwicklung von einem Impfstoff viel, viel, viel komplizierter ist. Also so einfach würde das, denke ich, nicht funktionieren. Herr Rümenapf,
Wir sind ja inzwischen, früher war bei Stand Österreich aus 8 Millionen Teamchefs, Fußballteamchefinnen, jetzt sind wir 8 Millionen Hobby-Virologinnen. Vielleicht nur als Nachschulung für uns, was macht das Virus so tödlich? Sind es die unglaublichen, die schnellen Verbreitungszahlen oder ist es der Mechanismus des Virus? Also was macht dieses Virus so viel schlimmer, so viel tödlicher als zum Beispiel eben zum Vergleich des Covid-Virus? Ich sprach davon, dass die Sterblichkeit von Infizierten nahezu 100% ist. Das große Glück der Zeit ist, dass das Virus nicht grauslich infektiös ist. Ganz im Gegenteil, jetzt zum Beispiel zu Influenza oder zu SARS-CoV-2, was ja eine Ausbreitungstendenz hat, also wo ein Infizierter einige oder viele andere anstecken kann. Das ist bei der afrikanischen Schweinepest nicht so. Das ist ein relativ uneffektives Virus in der Übertragung. Aber das nützt uns nichts, weil es im Prinzip nicht einfach weggeht. Die Tiere, die infiziert sind, werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sterben. Aber gleichzeitig gibt es in der Population eine Vielzahl von Tieren, die eben nicht infiziert sind. Und auf die Weise habe ich sozusagen ein Gleichgewicht, kleine Zahl von infizierten Tieren, die sterben und einigen, die es eben nicht haben. Der Herr Arnold hat schon darauf hingewiesen, wir haben innerhalb eines Jahres 90% Reduktion. Das heißt, in dem Fall war die Übertragung schon relativ gut, aber in anderen Regionen scheint das nicht so effektiv zu sein. Und also die Übertragung ist nicht so effektiv, aber wer es bekommt als Schwein, der stirbt. Das ist ein ganz anderes Konzept, als wir das kennen von anderen Viren. Ein sehr ungewöhnliches Konzept, würde ich mal sagen. Das macht die Sache umso dramatischer. Jetzt ist die afrikanische Schweinepest hat sich aus dem Osten kommend in mehr oder weniger ganz Osteuropa ausgebreitet. Seit letzten Herbst auch in Deutschland. In Ungarn gibt es viele Fälle. Also sie kommt uns immer näher. Sie steht wirklich vor der Tür jetzt. Denken wir mal das Szenario durch. Ich nehme an, wir müssen damit rechnen, dass es in absehbarer Zeit dazu kommen wird. Nehmen wir mal an, die ASP bricht in Österreich aus. Aus Sicht der Behörde, Frau Riedl, wie reagiert man dann von Seiten der Behörde, wenn es zu einem Ausbruch in Österreich kommt? Wir haben natürlich, hat die Behörde ja schon Präventivmaßnahmen ergriffen. Das, was das ganz Wichtigste einmal ist, dass die Behörden unmittelbar darauf miteinander kommunizieren, sich zusammenschließen. Wichtig ist mit der Jägerschaft, ganz klar mit der Landwirtschaft, auch mit der Tierärzteschaft. Und wenn wir die nicht schon vorher, bevor die Seuche ausbricht, mit im Boot haben, dann haben wir eigentlich gar keine Chance, weil wir so lang brauchen, um alles zu organisieren. Und daher ist bei uns, also ich muss sagen, wir legen einfach den größten Wert jetzt darauf und die meiste Kraft, eben Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Und natürlich, das haben Sie eh schon angemerkt, wichtig ist eben, dass die Bevölkerung sensibilisiert ist. Das haben wir eh schon gehört mit den Lebensmitteln und so weiter. Ganz wichtig ist auch, dass die Landwirtschaft sensibilisiert ist und das ist sie auch. Denn ganz ein großes Thema ist die Biosicherheit. Auch sollten wir die ASB in der Wildtierpopulation haben. Wir müssen alles tun, alles unternehmen, damit dieses Virus ja nicht in den Hausschweinebestand hineinkommt. Und da ist es eben so wichtig, dass man eben die Biosicherheit in den schweinehaltenden Betrieben wirklich stärkt und dass man da eben schaut, dass da eben was weitergeht. Dass auch die Landwirte, die Schweine halten, eben wissen, wo sie besondere Vorkehrungen treffen. Was können sie tun, um da ja dieses Virus eben nicht hereinzulassen in ihren Betrieben. Also wenn bei der Behörde, wenn wir sagen, wir jetzt, wir haben einen ASB-Fall in einer Wildtierpopulation, das, was wir sicher auch machen werden, wie alle anderen Mitgliedstaaten, wo wir das beobachtet haben, man wird einmal schauen, eben ist klar, wo dieser Fall ist und wird hier sich schon überlegen, um ein gewisses Gebiet mit höchstens 3 Kilometer Radius oder so einmal einen Zaun zu bauen, wenn das natürlich auch geografisch möglich ist, wenn das örtlich möglich ist und auch Sinn macht, um zumindest das ein bisschen die Verbreitung eben hintanzuhalten. Und dann
ist es eben wichtig, dass genau dort, wo eben dieser Fall aufgetreten ist, diese Wildschweine nicht beunruhigt werden, dass die nicht irgendwie nervös werden und dadurch besonders wandern und weiter eben sich verbreiten und also weiter wandern und das Virus damit auch natürlich so vertragen. Also man hat sich da schon relativ viel überlegt von der Behörde her, sagen wir so. Aber es wird auf jeden Fall ein Kraftakt sein und das, was auch sehr schwer zu bestimmen sein wird, wird personell sein, weil wir haben auf jedem Bezirk, das können Sie sich vorstellen, einen einzigen Amtstierarzt, eine einzige Amtstierärztin sitzen. Und das heißt, wir brauchen auch die freiberuflichen Tierärzte, die uns da eben Hilfe bieten. Das erinnert dann wieder an die Covid-Pandemie. Sie haben die Jägerschaft angesprochen. Herr Obermeier, wenn es jetzt zu einem Ausbruch in Österreich unter Wildschweinen kommt, wie ist die Jägerschaft darauf vorbereitet? Welche Aufgaben, welche Funktionen kann da die Jägerschaft übernehmen? Ja, wir sind da, wie die Frau Dr. Riegel schon gesagt hat, in sehr enger Abstimmung einerseits mit dem Land. Und da möchte ich mich dafür bedanken, dass wir da so stark eingebunden werden. Andererseits aber auf Bundesebene. Der Plan ist derzeit, dass wir bei einem Ausbruch zunächst einmal als Jägerschaft unterstützen, wenn es darum geht zu schauen, wo sind denn überhaupt tote Schweine zu finden, um dann eben diese Zonen abzugrenzen, wo man dann eventuell einen Zaun etc. errichten kann. Dann geht es in weiterer Folge darum, dieses Monitoring auch regelmäßig zu betreiben, sprich nach toten Schweinen zu suchen. Ich denke, der Jäger und die Jägerin, die wissen sehr genau, wo Hotspots im Revier sind, wo sich diese toten Schweine, die kranken Schweine, die Fieber haben, die sich abkühlen wollen, die zum Wasser gehen, wo eben Wasserstellen, Suhlen etc. sind und wo man speziell schauen soll, dann um solche Schweine zu finden. Und das, glaube ich, hilft dann sehr gut, den Entscheidungsträgern zu schauen, wo denn die Epidemie sich gerade befindet, in welcher Phase. Weiters wird es dann natürlich wichtig sein, denke ich, in diesen Zonen den Wildschweinebestand abzusenken. Auch da wird die Jägerschaft unterstützen. Und beim Zaun sind wir jetzt auch schon in Gesprächen, welche Rolle hier die Jägerschaft übernehmen kann, wenn es zur Errichtung kommt und auch wenn es zur Freihaltung dieses Zaunes von Vegetation kommt. Das ist ja, denke ich, Elektrozaun etc. geplant und da steckt sehr viel Arbeit auch dahinter. Und ich glaube, dass die Jägerschaft sich da sehr gut einbringen kann auch. Auch wenn es um das Bergen von toten Schweinen geht, bis zu einem gewissen Bereich wird die Jägerschaft hier sicherlich auch unterstützen können. Dazu würde ich auch noch gerne etwas sagen zu tot aufgefundenen Wildschweinen. Es ist ja jetzt schon Pflicht, wenn man ein totes Wildschwein findet. Und das ist eben ganz, wirklich ganz wichtig, dass man das meldet bei der Behörde, beim Amtstierarzt oder bei der Polizei, die dann den Amtstierarzt verständigt. Weil bei uns werden ja jetzt schon alle verendeten Tiere auf den ASB-Erreger untersucht. Und je mehr wir da jetzt schon im Vorfeld untersuchen, desto schneller kommen wir, wenn das Virus doch schon da ist, auf diesem positiven eben Befund und können schneller reagieren. Also das ist, glaube ich, die Zeit ist eben das Wichtigste. Je schneller wir sind, desto eher können wir das dann im Zaum halten, die ASB, und vielleicht doch eine größere Verbreitung eben verhindern. Also das ist schon ein wichtiger Hinweis an uns alle. Sobald wir irgendwo in freier Wildbahn ein verendetes Wildschwein sehen, wahrscheinlich nicht hingehen, nicht zu nahe kommen, sondern ganz einfach die Polizei am besten rufen und die kümmert sich dann darum, dass es behördlich weitergeleitet wird und das Tier dann, der Kadaver dann auch untersucht wird. Vielleicht noch ein Aspekt, der für mich jetzt sehr spannend war, Herr Obermeier. Das heißt, Sie haben gesagt, man kann an der Beobachtung der Wildschweine, wenn man erfahren genug ist, erkennen, ob es erkrankt ist. Sie haben vom Abkühlen gesprochen. Können Sie das nochmal im Detail erklären? Also ich finde das ausgesprochen spannend. Also ohne medizinische Diagnostik gibt es zumindest einen Hinweis, dass ein Wildschwein infiziert sein könnte. Können Sie das noch einmal kurz ausführen? Ja, also man kann am Verhalten sehr wohl erkennen, ob sich das Tier jetzt normal unter Anführungszeichen bewegt etc. oder nicht. Und der Jäger, die Jägerin wird, wenn es Wildschweine legen, was eben Anzeichen zeigt auf eine Erkrankung, immer die Behörde verständigen und dann erfolgt immer Untersuchung. Was ich aber gemeint habe, war jetzt, dass man als Jäger, als Jägerin ganz gezielt an Stellen suchen kann, an denen man höchstwahrscheinlich auch ein totes Schwein findet, ein ASB-erkranktes Schwein findet, wenn es welche gibt, weil man eben genau weiß im Revier, wo sind diese Wasserstellen, wo zieht sich das Wildschwein gerne zurück. Und wo wird es dann wahrscheinlich auch hingehen, wenn es krank ist
um dann sozusagen auch dort zu sterben. Da gehen sie eben gerne in Wassernähe, um sich abzukühlen. Und wenn man dort schaut, ist natürlich die Chance, dass man jetzt so ein ASB-Wildschwein findet, höher, als wenn man da kreuz und quer rumläuft. Was auch zur Folge haben kann, dass man die Wildschweine dann noch stärker aufschreckt und man die Seuche dadurch stärker verbreitet. Also das wäre, denke ich, eine Aufgabe der Jägerschaft, was ich damit vorhin gemeint habe und sagen wollte. Das heißt, das Aufschrecken sollte man vermeiden. Anders gesagt, eine intensive Bejagung im Fall eines Ausbruchs ist also kontraproduktiv. Wie sollte man sich verhalten, wenn jetzt unter Wildschweinen zu einem großflächigeren Ausbruch der ASB kommt? Also nicht bejagen, sondern was wären die Maßnahmen? Also derzeit ist geplant, dass man zu Beginn des Seuchenausbruchs mal Jagdruhe einführt in dem Gebiet, um eben die Tiere da nicht zu vertreiben und die Seuche dadurch zu streuen. Wenn dann ein Großteil der Schweine an der Krankheit verendet ist, dann kann die Bejagung wieder einsetzen, um den Rest der Tiere zu erlegen und um den langfristigen Bestand dieser Seuche da zu vermeiden. Und dann werden aber ganz spezielle Jagdarten verwendet, so Einzeljagd, wo ich alleine am Hochstand sitze, oder auch Fallenjagd. Das sind Jagdarten, bei denen wenig Beunruhigung erfolgt und die nicht dazu führen, dass die Tiere aus dem Gebiet vertrieben werden. Da kann man vielleicht auch noch ergänzen, diese Kernzone dort, wo eben am Anfang nicht bejagt werden soll, um eben hier die Unruhe nicht hineinzubringen. Um diese Kernzone herum wird ja noch eine Zone gebildet, wo besondere Vorsichtsmaßnahmen gesetzt werden. Und in dieser Zone kann dann sehr wohl verstärkt bejagt werden. Jetzt bleiben wir noch in diesem Szenario. Es ist die Schweinepest in Österreich ausgebrochen. Nochmal zurück zum Virologen. Wir alle hatten jetzt sozusagen, wir haben jetzt so viel Erfahrung. Es gibt ja neben der Impfung, gibt es alle möglichen Maßnahmen. Jetzt, wenn wir zurück zu Corona kommen, Stichwort Contact Tracing, Stichwort Containment, Stichwort Hygienemaßnahmen. Gibt es irgendwas Vergleichbares, was bei der afrikanischen Schweinepest auch helfen würde, wenn es schon keine Impfung gibt, zumindest das Ganze im Griff zu halten? Ja, natürlich. Hygiene ist am Ende das Einzige, was wir derzeit machen können. Also diese ganzen Kontrollmaßnahmen, die eben schon angesprochen wurden, also das umfasst die Arbeit der Jägerschaft, der Tierärzteschaft, der Landwirtschaft. Es geht im Prinzip immer um Kontrolle und Hygiene, dass der Erreger nicht verschleppt wird. Ich möchte aber auf eine Sache kurz noch kommen. Wir sprechen hier immer von der Situation jetzt in der Nähe von Österreich, aber wir müssen uns klar machen, dieser Erreger wurde im Sommer 2018 nach China eingeführt. China ist der größte Schweineproduzent der Welt. Etwa die Hälfte der Schweinepopulation, also der Hausschweinpopulation, lebt in China. Wir sprechen hier von etwa einer 500 Millionen Tiere. Und China, die Schweineproduktion in China hat etwa 200 Millionen Schweine verloren aufgrund der afrikanischen Schweinepest. Der kleinste Teil davon war wirklich infiziert. Der Rest wurde eben gekeult als Kontrollmaßnahme zur Vermeidung der weiteren Ausbreitung. Aber das sind Zahlen, da wird es einem wirklich schwindelig. Und dieselben Dimensionen, also natürlich nicht mit so vielen Nullen hinter der ersten Zahl, würden wir für Österreich erwarten. Also das sind absolut dramatische Events, die da passieren. Aber Sie haben völlig recht, Hygiene und Kontrollmaßnahmen sind derzeit das Einzige, was überhaupt machbar ist. Ja, in diesem Sinne. Das Wichtigste momentan, und ich kann nur wiederholen, was die Kolleginnen und Kollegen eben gesagt haben, ist die Aufmerksamkeit, weil die Erfahrung zum Beispiel in Deutschland hat gelehrt, wenn man das erste tote Schwein tatsächlich findet, was infiziert ist, dann ist die Seuche schon relativ weit verbreitet. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man sozusagen das erste infizierte Tier gleich findet, wenn es infiziert worden ist, das kann man getrost vergessen. Also je aufmerksamer und je besser wir vorbereitet sind, umso geringer ist der Schaden für die Wirtschaft, aber natürlich auch für das Tierwohl. Ich meine, wir sprechen ja hier von toten Tieren, die wir ansonsten einfach ihrem Schicksal überlassen.
Klar ist auch, je schneller wir das erste befallene Wildschwein finden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Ausbreitung verhindern können und überhaupt eine Chance darin sehen, dass wir die Seuche jemals wieder aus Österreich rausbekommen. Das haben ja auch die Erfahrungen aus Tschechien oder Belgien letzten Endes gezeigt. Die sind eigentlich die zwei einzigen Positivbeispiele, die es tatsächlich geschafft haben, die Seuche auch aus ihrem Wildschweinebestand wieder loszuwerden. Und da war es in beiden Fällen eben so, dass es sehr früh, laut Verwesungszustand der Tierkadaver, sehr früh diese infizierten Tiere gefunden haben. Das heißt aber, wenn ich das richtig verstehe, Hauptübertragungsweg sind dann doch die Wildschweine. Und man muss unbedingt verhindern, dass es die Wildschweine in die Betriebe übertragen. Frau Ladini, weil sobald ein einziges Tier in einem Betrieb infiziert ist, muss der gesamte Bestand gekeult werden. Also wirklich brutal ist es. Also wir erinnern uns vor ein paar Monaten diese Berichte aus Dänemark, wo die Nerzfarmen den kompletten Bestand keulen mussten. Das ist ja auch ein logistischer Wahnsinnsaufwand. Die wurden ja dann offenbar nicht verbrannt, sondern vergraben. Jetzt müssen sie wieder ausgegraben werden, weil das irgendwie den Boden kontaminiert. Also wenn das großflächig auftritt, ist Keulen wirklich die allereinzige Möglichkeit? Oder gäbe es jetzt, Frau Ladinig, aus klinischer Sicht, gäbe es irgendeine Alternative dazu, den ganzen Bestand zu keulen? Könnte man das irgendwie noch eingrenzen und vielleicht doch die anderen, den restlichen Bestand schützen? Gäbe es da Alternativen zum großflächigen Keulen? Wir haben ja Tierseuchenrecht und wir müssen uns ja an die gesetzlichen Vorgaben halten. Das heißt, sobald wir einen Fall im Betrieb haben, dann ist einfach laut diesem Seuchenrecht vorzugehen und der gesamte Bestand letzten Endes zu keulen. Ja. Und dann immer dementsprechend Contact Tracing, was Sie das vorher natürlich angesprochen haben, das beginnt dann natürlich. Also wo gibt es Kontaktbetriebe zum betroffenen Bestand? Und dann werden dort natürlich massive Beprobungen gestartet und so weiter. Ja. Aber da gibt es insofern keine Alternative, weil es uns das Gesetz letzten Endes auch so vorgibt. Ja. Das ist natürlich klar. Apropos Gesetz, mit exakt heutigem Tag, 21.04.21, tritt das neue Tierseuchenrecht der EU in Kraft. Und ich habe da kurz reingeschnuppert. Ich muss sagen, ich habe in den letzten Monaten durchaus Erfahrung gesammelt im Lesen von Verordnungen. Ein ganz anderer Zusammenhang. Ich wollte Veranstaltungen organisieren und habe jede Novelle der Covid-Schutzverordnung durchgeackert. Jeden Paragraph. Das heißt, ich dachte, ich wäre jetzt auch schon Hobby-Jurist, aber das war mir zu hart. Also da brauche ich jetzt Ihre Unterstützung. Da waren nämlich so interessante Formulierungen. Erstens mal, die ist vorher schon einmal erwähnt worden, die Biosicherheitsmaßnahmen, da kann ich mir nichts drunter vorstellen. Es geht um die Verbringung von Schweinen, es geht um Statusbetriebe im Seuchengebiet. Wer kann mir da ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten? Was steht in diesem neuen Gesetz oder auch in der neuen in der Schweinegesundheitsverordnung, die jetzt auch kommt? Was steht da drin? Was gibt es da Neues? Eins, was ich jetzt gleich aber sagen möchte, die Statusbetriebe, das ist schon wieder alt, möchte ich nur sagen. Ab heute gibt es die schon wieder gar nicht mehr. Ja, das ist, wir haben in diesem Fall wirklich rein eigentlich mit dem EU-Recht am Anfang zu tun. Und das EU-Recht, wie Sie selber erwähnt haben, ist sehr schwer lesbar. Unser Glück ist, dass natürlich im Ministerium die Beamten auch dort dabei sitzen, wenn diese Verordnungen und Durchführungsbeschlüsse und delegierten Rechtsakte geschaffen werden. Und daher bedienen wir uns auch diesen Erfahrungen von denen, und da gibt es eben Arbeitsgruppen, und da werden dann genau diese Verordnungen in kleinsten Schritten aufgearbeitet. Aber natürlich muss man sich vorstellen, mit heute ist das AHL, nennen wir es kurz, Animal Health Law, eben in Kraft getreten. Viele Verordnungen dazu, ich weiß nicht, 20, 30 unzählige Verordnungen sind auch erst vor einigen Tagen veröffentlicht worden und werden jetzt auch in der nächsten Zeit veröffentlicht. Also man kann sich nicht vorstellen, dass wir ab sofort nach diesem aktuellen Recht schon arbeiten können, weil wir zum Teil die Rechtsvorschriften natürlich noch gar nicht so kennen. Aber so viel ändert sich dann im Endeffekt natürlich auch wieder nicht von vorher. Jetzt wollte ich nur zu den Statusbetrieben sagen, dass das schon wieder zum Beispiel veraltet ist. So schnelllebig ist unsere Rechtslage in der EU. Das merke ich mir noch. Nur noch zur Begriffsklärung für mich als Laien. Was ist was sind Biosicherheitsmaßnahmen? Das hat offenbar nichts mit biologischer Landwirtschaft zu tun, sondern worum geht es da? Die Frau Ladinig wird das dann sicher... Ja, bitte. Also bei Biosicherheit geht es letzten Endes darum, Erregerübertragung zu verhindern. Für einen Schweinebestand unterscheiden wir da externe Biosicherheitsmaßnahmen,
Die zielen darauf ab, dass wir einen Erregereintrag hinein in den Bestand verhindern und dann durchaus interne Biosicherheitsmaßnahmen. Damit verhindern wir, dass sich Erreger im Bestand letzten Endes verbreiten. Und die Schweinegesundheitsverordnung, die Sie vorher angesprochen haben, die bricht das dann letzten Endes, diese gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf solche Biosicherheitsmaßnahmen, letzten Endes auf ein Niveau herab, das dann auch für den Landwirt hoffentlich verständlich ist. Welche Maßnahmen hat er also zu setzen für seinen Betrieb, um den zu schützen vor einem Eintrag? Und natürlich ist da das große Beispiel immer die afrikanische Schweinepest. An der orientieren wir uns da bei dieser Schweinegesundheitsverordnung. Und da sind beispielsweise Maßnahmen drinnen geregelt, wie es ist ein absolutes Muss, dass ein direkter Kontakt von Wildschweinen zum Hausschwein verhindert werden muss. Das muss mal garantiert werden von den Betrieben. Also vor allem Betriebe, die dann zum Beispiel einen Auslauf haben, wo die Schweine ins Freie können, die brauchen dann, müssen Maßnahmen setzen, eben Biosicherheitsmaßnahmen, um diesen direkten Kontakt zu verhindern. Zum Beispiel eben eine solide Mauer oder eine doppelte Umzäunung. Und all diese Maßnahmen regelt eben diese Schweinegesundheitsverordnung. Und für die Landwirte gibt es auch ein Handbuch zur Biosicherheit, dort, wo gewiss erklärt ist, wie man unterschiedliche Arten bestimmte Biosicherheitskriterien eben einhalten kann. Ein typisches Beispiel ist sicher auch die Hygieneschleuse, wenn der Landwirt in seinen Stall hineingeht, dass er sich da eben umziehen muss, dass er da eine eigene Kleidung hat und so weiter, dass er da nicht mit dem Gewand, wo er vorher im Wald spazieren war, dann hineinmarschiert. Solche Dinge sind da auch geregelt. Das versteht man auch unter Biosicherheit. Und in Ihrer Erfahrung, Frau Riedl, Sie kommen ja wahrscheinlich auch ab und zu in Betriebe oder kontrollieren auch Betriebe. Wie weit ist da das Bewusstsein unter den Landwirtinnen und Landwirten schon, wie weit hat sich das schon verbreitet? Also wird das schon ernst genommen? Gerade jetzt diese Hygieneschleusen, sind die schon Stand der Technik oder sind das nur in ein paar Leuchtturm-Vorzeigebetrieben bisher realisiert? Also man muss sagen, diesbezüglich hat die Landwirtschaft wirklich wahnsinnig viel gemacht, die Interessensvertretung, und über dieses Handbuch zur Biosicherheit, das ist ja, glaube ich, 2 Jahre oder was erarbeitet worden. Also es hat diesbezüglich wahnsinnig viel Veranstaltungen gegeben, wo wirklich viele Landwirtinnen und Landwirte dabei waren. Natürlich gibt es immer ein paar, die das vielleicht nicht so ernst nehmen, aber ich glaube, dass wirklich, also gerade bei den schweinehaltenden Betrieben, da traue ich mir das zu sagen, dass da fast 100% der Schweinehalterinnen, der Schweinehalter das wirklich ernst nehmen. Sowas wie eine Hygieneschleuse kann man relativ leicht umsetzen, aber es gibt natürlich aufgrund unserer gewachsenen Strukturen in Österreich, wo zum Teil die Betriebe eben in einem Ortsverband sind, ja, gibt es da natürlich auch Grenzen, wenn man eben zum Beispiel von so Umzäunungen oder ja eben spricht. Und da, ja, da ist dann der Einfallsreichtum der Landwirte, der Landwirtinnen ist da gefragt, und auch natürlich, dass man sich bei seinem Tierarzt, es hat ja jeder Schweinebetrieb einen Betreuungstierarzt, und das ist eben wichtig, dieses Zusammenspiel, dass der Tierarzt den Landwirt praktisch berät, dass die sich zusammensetzen und sich überlegen, wie können wir das machen und was können wir noch an Vorsichtsmaßnahmen setzen. Also das Bewusstsein ich denke, dass die Angst vor der afrikanischen Schweinepest da sicher noch einmal viel im Bewusstsein und in der Bereitschaft der Landwirte letzten Endes in Biosicherheitsmaßnahmen zu investieren sicher dazu beigetragen hat. Ja. Ich möchte, ja. Darf ich ganz kurz, ich möchte vielleicht eine Sache noch kurz erwähnen, weil wir haben jetzt ja alle das ganze Hickhack mit dem Epidemiegesetz hautnah miterlebt. Und die, sagen wir mal, die Tierseuchengesetzgebung ist außerordentlich erfolgreich gewesen. Also in Österreich sind in den letzten 20 Jahren 5 Tierseuchen eliminiert worden, die einfach nicht mehr da sind. Also das heißt, die Tierseuchenkontrolle arbeitet jetzt hat schon vor 10 Jahren auf einem Niveau gearbeitet, was das Pandemiegesetz bis heute noch nicht erreicht hat. Und wir haben eben die Erfahrungswerte bewährte Kolleginnen wie die Frau Riedl, die das eben tagtäglich umsetzen. Also das heißt, wir werden nicht wirklich überrascht. Die Überraschung ist eigentlich nur die, dass die afrikanische Schweinepest sich nicht an die Regeln hält. So würde ich das mal sagen. Wer traut sich eine Prognose zu? Also noch ist die afrikanische Schweinepest nicht in Österreich angekommen. Sie steht vor der Tür an der Grenze. Wie lange wird es dauern,
bis wir einen wirklichen Ausbruch in Österreich haben? Was schätzen Sie? Also wenn ich jetzt ganz kurz da was sagen kann, erwarten können wir es jeden Tag, aber wir hoffen und schätzen jetzt, das kommt so in, wenn ich jetzt sage, in 2 Jahren. Wir nützen jeden Tag, muss ich ehrlich sagen, um uns vorzubereiten und das, was man vertreten kann, jetzt finanziell und auch personell, das machen wir und setzen jetzt schon um, was geht, dass wir eben dann vorbereitet sind. Aber das hat uns ja auch die Geschichte gezeigt. Wir haben ja schon öfters auf Tierseuchen sozusagen gewartet oder alle haben gesagt, der kommt sicher zu 100% und dann ist sie nicht gekommen. Also ich sehe es trotzdem noch ein bisschen auch positiv. Wer weiß, vielleicht lässt sie trotzdem Österreich aus. Ja, aber bitte. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, genau. Vorher, Herr Arnold, Sie haben vorher erwähnt, dass in Tschechien, wo es einen Ausbruch, ich glaube 2017 gegeben hat, hat man es geschafft, eines der Erfolgsbeispiele, da hat man es geschafft, sie unter Wildschweinen wieder auszurotten. Wie hat man es geschafft? Was können wir von Tschechien lernen? Wir können da sehr viel daraus lernen. Die allererste Sache, die man lernen kann, ist, dass gerade Tschechien dieser Fall ein Fall war, wo eben der Eintrag ziemlich sicher über Menschen und Schweineprodukte kam. Er war hunderte von Kilometern von der damaligen Verbreitungsgrenze in der natürlichen Wildschweinpopulation entfernt. Also da hat mit ziemlicher Sicherheit irgendjemand die berühmte Wurstsemmel im Wald fallen lassen. Die Konsequenz, warum war dann eben dieser Ausbruch und wie hat man das in den Griff bekommen? Nun mit ganz rigorosen Maßnahmen der Seuchenbekämpfung. Und da möchte ich wirklich betonen, das hat mit normaler jagdlicher Praxis überhaupt nichts mehr zu tun. Es ist auch wichtig, dass das auch die Jäger lernen müssen, dass in so einem Fall einfach wirklich Tierseuchenbekämpfung im Vordergrund steht, wo alle jagdlichen Traditionen, Rechte ausgesetzt sind. In Tschechien hat man eben dieses Gebiet großflächig eingezäunt, hat dann die Armee eingesetzt und eben diesen Herd wieder auslöschen können durch eine Totaleliminierung der Tiere in dieser eingezäunten Kernzone. Und durch eine extreme Ausdünnung der Wildschweinpopulation in der umgebenden Zone. Eine ähnliche Erfahrung hat man übrigens auch in Belgien gemacht, noch viel weiter im Westen, hunderte von Kilometern vom gegenwärtigen Verbreitungsgebiet entfernt. Und trotzdem ist dort ein Ausbruch passiert. Aber man konnte ihn mit einem erheblichen Aufwand, wesentlich höher als er in Tschechien war, das muss man dazu sagen, wieder eindämmen. Also konsequente Maßnahmen. Ein nationales Ausrotten ist zumindest möglich, zumindest temporär. Aber natürlich, das Virus hält sich an keine Staatsgrenzen. Aber könnte es vielleicht sein, dass im Moment sogar die Lockdowns, die es immer wieder überall quer durch Europa gibt, dass die uns sogar zugutekommen, dass die derzeitige Ausbreitung durch die Corona-Lockdowns auch gebremst wird? Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass allein die Verbringung von Lebensmitteln eben wird sicher durch den Lockdown weniger werden. Ich meine, wir müssen uns mal vor Augen halten, dass das ja gar nicht wenig ist. Ich kenne eine Untersuchung von der österreichischen Zollbehörde, die hat in Österreich innerhalb von 2 Monaten, ich glaube, es waren über 1500 Kilogramm illegal importierte Fleischprodukte beschlagnahmt. Also das waren alles Dinge, die irgendwo der Fernfahrer als Jause mit dabei hatte. Und was verboten ist, das zu importieren, aber es passiert in gewaltigem Maß. Und natürlich, wenn wir wenige Bewegungen haben, ist zu erwarten, dass die Gefahr einer solchen Verbreitung dann auch geringer ist. Zum Abschluss, wer traut sich eine Zukunftsprognose zu? Also was droht oder was blüht Österreich? Werden wir einfach lernen müssen, mit der Seuche zu leben? Oder wird es uns gelingen, das Ganze europaweit irgendwann auszurotten? Wer traut sich ein Zukunftsszenario zu, eine Prognose? Ja, also sich trauen ist vielleicht immer ein bisschen fehl verlangt.
Es gibt natürlich Länder wie Estland, die relativ früh mit dieser Tierseuche in Kontakt kamen. Das wurde von der russischen Seite, sind die Wildschweine eingewandert und führten dort auch zu Verlusten in der Hausschweinpopulation. Das Ganze hatte dann dramatische wirtschaftliche Konsequenzen. Die Seuche ist im Griff gewissermaßen. Das heißt, sie ist nicht weg, aber in Estland kann man damit leben. Und es hat dazu geführt, dass die Schweinehaltungen etwa, ja, die Zahl der gehaltenen Schweine etwa gleich hoch ist wie vor der Seuche, nur dass es sich nur noch um ein Drittel der Schweinehalter handelt. Das heißt, eine solche Situation wird dazu führen, dass im Prinzip aufgrund der hohen Biosicherheitsvorgaben einfach nur noch bestimmte Betriebe, die das sich leisten können, das dann auch anwenden. Also die kleine Hinterhofhaltung mit 4 Schweinen, die es ja jetzt schon kaum mehr gibt, die wird dann überhaupt keine Chance mehr haben. Also für den Kleinbauern, für die kleinräumige Landwirtschaft ist das gewissermaßen ein Todesurteil. Anders gesagt kann man es auch so formulieren, es könnte zu einer deutlichen Professionalisierung der Schweinehaltung führen. Ist ja durchaus auch positiv zu sehen. Erinnert mich jetzt an den österreichischen Weinskandal, der letztendlich dazu geführt hat, dass die Qualität des österreichischen Weines drastisch gestiegen ist. Also das könnte natürlich auch durchaus ein, wenn man so will, natürlich für den einzelnen Bauern, Bäuerin, die kleinstrukturierte Haltung aufgeben muss, ist es trist. Aber dass insgesamt die Schweinehaltung professioneller wird, sicherer wird und damit die Seuche einfach im Zaum gehalten wird, ist ja durchaus auch eine optimistische Sichtweise. Ganz zum Schluss, als Abschlussrunde, darf ich jetzt alle noch bitten, ganz kurz Ihre Take-Home-Message, was geben Sie unseren Zuschauern und Zuschauerinnen? Sie können auch eine bestimmte Zielgruppe ansprechen, das können Freizeitsportler im Wald sein, das können Bäuerinnen und Bauern sein. Was wollen Sie jetzt zum Abschluss noch ganz kurz und kompakt unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben für auch Ihr persönliches Verhalten, für Ihr Umgehen mit dieser afrikanischen Schweinepest? Machen wir es in der umgekehrten Reihenfolge wie vorher. Herr Rümenapf, was geben Sie Ihrem Publikum jetzt noch ganz kurz mit? Das Schlimmste erwarten und das Beste hoffen. Kurz und kompakt, wunderbar. Das merken wir uns. Frau Riedl, was geben Sie Ihrer Zielgruppe, Ihrem Publikum mit? Im Publikum, das heute zuhört, gebe ich eigentlich mit, bitte von Reisen keine Mitbringsel wie Wurst, Rohwaren mitnehmen. Also alles vor Ort verspeisen und verdauen, genau. Weil dann ist es sicher. Ja. Herr Obermeier, was geben Sie unserem Publikum mit? Ich glaube, wenn man sich ansieht, was jetzt alles gelingt in Zeit der Pandemie, dann bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wenn wir alle zusammenarbeiten, wir auch die afrikanische Schweinepest irgendwie in den Griff bekommen werden. Vielen Dank, auch hier eine optimistische Sicht. Frau Ladini, was ist Ihr Abschlussstatement? Was geben Sie uns mit? Ich denke, das Positive für die Landwirtschaft wird sein, obwohl wir unter Umständen früher oder später einen Ausbruch im Wildschweinebestand haben, kann man es definitiv schaffen, das Virus aus seinem Schweinebestand draußen zu halten. Weil so ansteckend, genauso wie es der Professor Rümenapf gesagt hat, ist die Seuche nicht. Und dementsprechend gilt es, dann eben Biosicherheitsmaßnahmen umzusetzen. Aber dann liegt es am einzelnen Landwirt letzten Endes. Also Ihr Appell, haltet euch an die Biosicherheitsmaßnahmen. Sie machen definitiv Sinn. Herr Arnold, was ist Ihr abschließendes Statement? Nun, ich fürchte, wir werden diese Seuche nach Österreich bekommen. Das ist, glaube ich, eine Illusion zu glauben, sie wird an Österreich vorbeigehen. Also wir werden sie im Wildschweinebestand haben. Und meine Schlussbotschaft ist eigentlich eine an die Jägerschaft. Denn wir müssen daran weiterhin arbeiten, die Wildschweinbestände zu reduzieren, den Zuwachs zumindest einzudämmen. Denn das ist das Um und Auf, um die Verbreitung dann der Seuche wenigstens in der Wildschweinpopulation eindämmen zu können. Und da bedarf es sicher auch eines Umdenkens und vielleicht auch einer Reform liebgewordener alter jagdlicher Traditionen, die einfach nicht effizient genug sind. Zum Abschluss also noch einmal ein Appell an die Jägerschaft. Es müssen alle an einem Strang ziehen, um diese Seuche in den Griff zu bekommen. Vielen, vielen Dank Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für diese spannende Diskussion. Ich habe sehr, sehr viel dabei gelernt. Ich hoffe, Sie auch.
Jetzt wird dann gleich noch ein Hinweis ans Publikum, jetzt wird dann gleich ein QR-Code eingeblendet. Wir bitten Sie noch kurz um Ihr Feedback. Das ist, wie gesagt, eine neue Veranstaltungsreihe. Und da ist es umso wichtiger, dass wir Ihr Feedback bekommen, weil wir wollen ja, wir wollen lernen, wir wollen uns noch verbessern. Dauert nur 2 Minuten. Also bitte einfach mit dem Smartphone diesen QR-Code scannen und dann ganz kurz ein paar Fragen beantworten. Wenn sonst noch Fragen offen geblieben sind oder Sie noch Feedback haben, können Sie es auch gerne einfach per Mail schicken an communication@vetmeduni.ac.at. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Dabeisein, fürs Zuhören, Zuschauen. Ich freue mich sehr, wenn ich Sie auch beim nächsten VetMed-Talk zum Thema gesunde und sichere Lebensmittel Ende Juni begrüßen darf. Vielen Dank und schönen Abend.